Heute beschäftigen wir uns nochmals genauer mit unseren drei Top-Ladegeräten. Dabei geht es einmal um das Mini-Ladegerät, den Schnelllader und den großen Alleskönner. Wenn ihr aber unseren Test zu den Produkten mit Bewegungsmelder auch gelesen habt, dann wisst ihr bereits einiges darüber. Doch in diesem Video wollen wir die Lader genauestens vergleichen. Dabei wollen wir auf Punkte wie zum Beispiel Kameraqualität oder Ladezeiten eingehen. Los geht's in wenigen Sekunden nach dem Intro, also viel Spaß! Fangen wir mit dem kleinsten, also dem Mini-Ladegerät an. Preislich liegen wir mit diesem kleinen Modell am niedrigsten und durch die Abmessungen von nur 5,6 x 2,9 x 2,9 cm ist der kleine Würfel wirklich unauffällig. Der Mini-Lader beginnt mit der Aufnahme, sobald er in die Steckdose gesteckt wird. Wird er herausgezogen, stoppt die Aufzeichnungen, doch fangen wir mal ganz am Anfang an. Mitgeliefert werden neben dem Mini-Ladegerät selber ein Micro-SD-Adapter, ein USB-A auf A-Kabel und eine Anleitung. Das USB-A-Kabel dient dazu, die Daten bzw. Aufnahmen von der Micro-SD auf den PC oder Mac zu übertragen. Das eine Ende steckt ihr also in das Ladegerät und das andere in euren Computer. Das Ladegerät muss zur Übertragung nicht in der Steckdose stecken. Es darf also auch einfach so neben dem Computer liegen. Mit dem Micro-SD-Adapter könnt ihr ebenfalls die Daten auf den PC bringen. Wenn ihr diesen benutzt, müsst ihr allerdings die Micro-SD-Karte aus dem Schlitz auf der Rückseite des Laders nehmen. Das zweite Ladegerät in unserem Test hat zwei USB-Schnellladeanschlüsse. Auch bei diesem Ladegerät kann man gleichzeitig aufnehmen und laden. Dieser Lader besitzt ausschließlich einen Bewegungsmelder-Modus. Es wird also nur aufgezeichnet, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Durch diese Funktion spart ihr sehr viel Speicherplatz auf eurer Micro-SD. Auch dieses Modell kann wieder durch eine gute Verarbeitung, die gute Kameraqualität und den Bewegungsmelder-Modus überzeugen. Der Ladestecker lässt sich ebenfalls in den USA verwenden. Wenn ihr den EU-Adapter abnehmt, könnt ihr den US-Stecker einfach ausklappen. Genau wie die Cam des vorherigen Ladegeräts filmt auch diese in Full HD. Einer der Unterschiede zum vorher vorgestellten Modell ist aber, dass dieses Modell ein Schnelllader ist, was bedeutet, dass es euer Handy oder Tablet in deutlich weniger Zeit laden kann. Die Ergebnisse der verschiedenen Ladezeiten seht ihr aber am Ende des Videos. Der Schnelllader besitzt ebenfalls eine Nachtsichtfunktion, die im Dunkeln eine Sichtweite von bis zu 3 Metern ermöglicht. Wichtig ist aber noch zu erwähnen, dass die Kamera automatisch zwischen Tag und Nacht unterscheiden kann. Sie wechselt also automatisch in den Nachtmodus, wenn es zu dunkel werden sollte. Dies kann auch während der Aufzeichnung gemacht werden, beziehungsweise sie macht es halt von selber. Die Micro-SD-Karte wird hier auch wieder versteckt unter dem Ladestecker ins Ladegerät gesteckt. Der Micro-USB auf der Unterseite ermöglicht das Auslesen der Daten auf der SD-Karte, ohne diese aus dem Gerät zu nehmen. In der Verpackung gibt es neben dem Ladegerät einen UK, EU und US-Stecker. Zusätzlich gibt es dann noch einen, der in die Steckdosen von China, Argentinien, Australien und Neuseeland passt. Ebenfalls mitgeliefert wird ein Micro-SD-Adapter, mit dem man auch wieder die SD-Karte auf dem PC auslesen kann. Einfach die SD in den Stick schieben und anschließend den blauen Stick in den USB-Anschluss an eurem Computer bringen. Auch hier lässt sich wieder gleichzeitig ein Handy oder Tablet laden, während die Aufzeichnung der Kamera läuft. Wie alle bisher vorgestellten Modelle besitzt auch dieser Lader eine Bewegungserkennung. Auf der Unterseite befindet sich, versteckt unter der Abdeckung, der Schlitz für die Micro-SD-Karte. So fällt auch beim Herausziehen des Steckers nicht auf, dass sich dort eine Karte drin befindet. Die Aufnahme lässt sich ebenfalls pausieren. Um die Pause zu aktivieren, müsst ihr den kleinen schwarzen Knopf auf der Seite des Chargers drücken. Die Kamera lässt sich aber auch komplett ausschalten. Das An- und Ausschalten ist durch ein 5 Sekunden langes Drücken auf den Knopf an der Seite möglich. Somit wandelt ihr das Ladegerät mit Kamera in ein ganz normales um. Durch ein schnelles 3 Sekunden langes Blinken der LED, die sich überhalb des Knopfes befindet, wird euch bestätigt, dass die Kamera entweder ein- oder ausgeschaltet ist. Schaut man sich die Kamera genauer an, sieht man, dass diese etwas nach oben geneigt ist. Das wiederum hat den Vorteil, dass sich die Steckdose auch ziemlich unten an der Wand befinden darf und man trotzdem noch perfekte Aufnahmen erzielen kann. Wir haben das Galaxy S10 Plus genommen und jeweils bei 55% Restakku den Ladevorgang gestartet. Der Mini-Lader hat mit 1 Stunde und 32 Minuten am längsten gebraucht. Darauf folgte mit 1 Stunde und 17 Minuten der Alleskönner und auf Platz 1 ist natürlich der Schnelllader mit 1 Stunde und 9 Minuten.
Kommen wir aber nun mal zur Kamera bzw. zur Bildqualität, denn die dürfte für die meisten interessanter sein. Alle drei Modelle besitzen eine Full-HD-Aufnahmefunktion, doch zwischen den Kameras gibt es auch nochmals Unterschiede. Die Mini-Kamera macht zwar gute Bilder, doch teilweise sind die Aufnahmen echt überbelichtet. Der Schnelllader und der Alleskönner machen den Job merkbar besser. Die beiden überzeugen durch eine sehr gute Kameraqualität und bessere Farben im Bild. Ihr merkt also, dass man beim Alleskönner auch das meiste bekommt. Die Ladezeit ist gut, die Kameraqualität ebenfalls, genau wie die Verarbeitung und der Lieferumfang. Das Mini-Ladegerät ist zwar das günstigste, doch man muss bei diesem Modell auch einige Abstriche machen, wie zum Beispiel, dass es am längsten geladen hat. Die unterschiedlichen Links zu den Produkten findet ihr unter dem jeweiligen Produktabschnitt, aber auch nochmals hier unter dem Video, falls ihr es auf YouTube schaut. Alle Kameras besitzen ebenfalls einen Bewegungsmeldermodus. In diesem wird die Aufnahme dann gestartet, wenn eine Bewegung im Sichtfeld der Kamera erkannt wurde. Sobald wieder alles stillsteht, endet die Aufzeichnung.